So, jetzt hoffen wir, dass wir das schaffen, das jetzt einzunehmen. Das wäre jetzt auf jeden Fall Baba. Die sind bei 99% stuck. Leute, guckt mal da oben in der Mitte bei diesem roten. Da ist 99% Gegner. Ui, wie close, wie close, Digga. Servus Leute, was geht? Mein Name ist Tobi, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Falls ihr heute Abend keinen Livestream verpassen wollt, dann schaltet auf jeden Fall um 22.15 Uhr auf jeden Fall auf YouTube ein. So, mit dabei heute ist der Smith und wir zocken Paladin. Servus, was geht? Servus, alles gut. So, das freut mich doch mal zu hören. Und hier kriegen wir wahrscheinlich direkt mal schon die Möglichkeit, jetzt hier mal ein paar Leute wegzuholen. Ja, der sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Wo rennt er hin? In die Falle rennt er. So, jetzt habe ich hier ein HP. Jetzt muss ich ein bisschen chillen. Kommt da was angelaufen? Man hört nur ein paar Steps. Man kommt einfach von hinten. Nice. Da haben wir wenigstens noch einen Assist bekommen. Oh, jetzt müssen wir hier mal ganz Ja. schnell mit dem Besen weg. Da kommt Richtig mit das dem Besen abhauen. absolute So, oh. Da müssen wir auch weg. Da hinten ist der Bomber. Ist hier noch einer? Ja, hier ist noch einer. Hier sind noch zwei. Oh. Okay, die kommen da auf jeden Fall. Boah, jetzt muss ich ab. Ah, ich wollte mich noch wegtippen. Wäre ich nur weggegangen, hätte mich einfach kurz Oh, gehealt, Freunde, dann wäre das Gott. einfacher geworden. Lebst du noch? Ja. Was hast du für eine Killsträhne? Jetzt gerade eine Einser. Okay, ich weiß nicht, was war meine beste? Nuller, eine Nullersträhne. Wir sind richtig gut. Wir sind richtig Ja, auf gut. jeden Fall. So, er spammt hier nur rein. Das ist kein Problem. Damit komme ich klar. So, der Viktor. So, die kommen jetzt von hier drin. Friss. Friss den Schaden, der Schaden. Boah, er hat mich gerochen. Er hat mich da auf jeden Fall gerochen. Jetzt müssen wir erstmal. Ui. Da wird er richtig hart reingespammt hier. In den Salat. So, dann schieben wir das Ding mal hier ein Stück weiter nach vorne. Müssen nur auf die Flankierer aufpassen, die sind ein bisschen eklig. Ja, vor allem Kessel. Nein! Schon wieder von hinten. Jedes Mal. Jedes Mal von hinten. Ja. Jedes Mal. Du wirst immer von jemand anderem weggeholt, Mann. Ja, immer. Jedes Mal. Du hast dich richtig auf einen fokussiert. Ja, du musst ihn Bam. töten und von Ja. dort aus musst du dann ganz schnell wieder wegkommen, damit die anderen schon gar keine Möglichkeit mehr haben, dich irgendwie zu killen. Bleib da. Jawohl, sie ist tot. Boah. Gut, er hat Schild an. Wie kriegt denn so die ganze Zeit gehittet? Den hole ich mir. Den hole ich mir sowas von. Und die kommt auch gleich mit. So, die Runde dürfen wir eigentlich, dürfen wir die Runde gewonnen haben. So, da hinten haben wir noch eine. Okay, die traut sich schon fast gar nicht. Das Dümmste ist, was ich denke, das Dümmste ist, was du machen kannst, ist einfach stehen bleiben. Ja. Das ist Man so das muss Dümmste. Du überleben, musst ja. immer laufen. So, da sind zwei low. Double kill. Nein, ich wollte noch F drücken, dann wären wir vielleicht noch mit dem Besen weggekommen, Freunde. Hätte dann fast gereicht. So, jetzt kaufe ich mir hier erstmal nochmal Fähigkeitsverringerung. Das hier. Wunderbar. So, dann probieren wir es mal von da. Ich gehe da jetzt einfach rein, aktiviere meine E und flieg wieder raus. Oh. Nice one. Hat sogar mehr oder weniger funktioniert. Einfach reinporten und dann wieder rausgehen. Da oben geiert auch eine. Warte mal, wenn ich hier treffe. Jawohl, da macht's Damage. Ui, da ist Viktor. Oh, Laufen wir ja, mal den Bomber hinterher. Oh, fuck. Der chillt da, der chillt da, der chillt da. Was können wir da machen? Guck mal, der spammt hier rein wie ein komischer. Ui. Oh, ich hab meine Ulti. Muss mal ein bisschen abhauen. Okay. Nein, da kann ich nicht hoch. Rest in Peace. So, da müssen wir hier lang. So.
Immer schön von hinten kommen als Flankierer. Da machst du nie einen Fehler. So, jetzt hoffen wir, dass wir das schaffen, das jetzt einzunehmen. Das wäre jetzt auf jeden Fall Baba. Die sind bei 99% stuck. Leute, guckt mal da oben in der Mitte bei diesem roten. Da ist 99% Gegner. Ui, wie close, Digga. Wie fucking close. Jetzt erstmal auf diesem Brandding raus. So, Victor haben wir geholt. Dann gehen wir mal hier hoch. Dann haben wir da den... So, den stacken wir hier mal. Oh, jetzt muss ich abhauen. Der macht Damage seinen Vater. Oh mein Gott. Ja, manche sind echt da, die machen echt gut Damage. Ja, vor allem der Tank. Vor allem der Tank, ja. Wenn du den halt nicht down bekommst, gescheit. Ja, Rock ist halt echt stark. Wenn man ihn spielen kann, dann... Komm schon, stirb! Oh Mann, es tut so weh, wenn du jedes Mal mit diesem einen HP noch irgendwie wegkommen musst. Oh, das ist so schlimm. Das ist echt schlimm. Und du dir jedes Mal denkst, Mann, ich stehe nur 17-6, Alter, weil du halt einfach nur unnötig gestorben bist. Du musst halt direkt, nachdem du weißt, okay, du tötest den jetzt, direkt irgendwie wegkommen, weil du dir klar im Klaren sein musst, dass du jetzt gleich stirbst. So mehr oder weniger. Boah, der hat gut gesessen. Ich switch mal Lane. Nein. Oh mein Gott, bin ich kacke gerade. Oh mein Gott, hier am Fenster zu chillen. Guck mal, wir müssen hier einfach nur campen. Ja, okay, wir haben es geschafft. Okay, eine Runde müssen wir noch gewinnen, Leute. Dann hätten wir die Belagerung auf jeden Fall auch erstmal bestanden. Im letzten Video haben wir ja die, Offensive gespielt, wo man praktisch immer nur Punkte einnehmen musste und den dann verteidigen musste. Und das, der Modi heute, ist jetzt einfach mal Belagerung, wo man halt, wie gesagt, ersten Punkt einnehmen muss und von dort aus spawnt dann ein Belagerungswagen und den muss man dann halt eben in die gegnerische Base reinschieben, indem man halt einfach neben diesem Belagerungsgerät dann praktisch dran steht. Man sollte bei diesem Belagerungsmodi darauf achten, dass wirklich jede Einheit, das bedeutet Flankierer, Tank, Angriff und Heal, also Unterstützung, Support, dass das halt alles irgendwie gegeben ist, weil wenn das halt nicht so ist, dann ist es ziemlich schwer, die Ladung halt eben nach vorne zu schieben, weil du halt natürlich keinen Tank hast, der halt viel, viel wegstecken kann. Und die einzelnen Schadensklassen, die sich praktisch dann eigentlich um diese Position rumstellen, ja, die müssen dann halt praktisch in diese Zone rein und die sind dann halt leichtes Opfer. Und somit ist die Runde, wo die meisten Schadenschampions eigentlich drin sind, ohne Tank jetzt, eigentlich schon direkt GG, kann man sagen. Du stirbst weg. So, jetzt kommen wir hier ganz gechillt mal von hinten. Da chillt nämlich eine Cassie. So, das ist das Nice am Flankieren. Du guckst nämlich, dass du immer hinter den Gegnern bist. Oh mein Gott, der Victor ist in 5 Leute reingelaufen. Was ist bei ihm los? Ja, echt so. Ja, ich glaube, der hat uns nicht gesehen, weil wir hinter den Wänden standen. Ja, okay, aber wir haben die gerade alle in so einem Rhythmus tot. Oh mein Gott, wenn ich der so ein Ding einfach ins Gesicht reinschieße, ich glaube, dann macht die auch nichts mehr. Okay. Nein. Jawohl. Das war jetzt genau der richtige Move. Ich habe sie getötet und bin danach direkt mit dem... weggekommen. Oh, nice. GG. Da hätten wir die Runde gewonnen. Ja, aber ich muss sagen, so eine Paladins-Runde mit 11 Minuten zieht sich auf jeden Fall übelst heftig. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst an der Stelle auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Falls Smith Videos macht, weiß ich an der Stelle gar nicht. Machst du Videos? Nein. Machst du keine Videos? Okay, dann schaut auf jeden Fall in den Streams vorbei, wenn sie auf jeden Fall aktiv sind. Ich packe euch den Link mal in die Videobeschreibung rein. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin, Freunde, macht's gut, haut rein, bleibt fit und tschüssi.